Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den April 2024. Ein erfolgreicher Lesemonat, denn ich konnte 6 Bücher beenden. Eigentlich hätte ich eingangs des Videos auch Moin Moin sagen können, denn in 4 der 6 Bücher, die ich in diesem Monat gelesen habe, war ich in Norddeutschland unterwegs. Das erste Buch war von Emmy Johansen, Der Mordseesturm. Der 5. Fall für Caro Falk und Jan Ackermann auf Borkum. Ein heftiges Unwetter hält ganz Borkum in Atem. Bei den anschließenden Aufräumarbeiten machen Jan und Caro eine schreckliche Entdeckung. Unter dem zerstörten Lobdelenweg wie finden sie Teile eines menschlichen Körpers. Und natürlich müssen die beiden wieder die Ermittlungen aufnehmen, was dem ermittelnden Kommissar wieder mal so gar nicht passt. Die kommen sich da mal wieder richtig schön ins Gehege. Eine Spur führt Caro und Jan in eine Lungenklinik, in der ausgerechnet Caros Vater aktuell auf Kur ist. Das Gebäude hat eine dunkle Vergangenheit. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Reihe weitergeht. Ich finde auch hier das Cover schön gemacht. Aber die Story an sich konnte mich dieses Mal leider nicht überzeugen. Da gab es schon bessere Fälle mit Jan und Caro, finde ich. Ich vergebe 3 Sterne. Wenn nächstes Jahr ein weiterer Borkum-Krimi rauskommt, werde ich ihn mir auf jeden Fall wieder besorgen. Dann ging es weiter für mich von Borkum nach Sylt. Pfotenglück. Dackel Max auf Spurensuche von Sina Berwald. Das Buch habe ich mir auf der Leipziger Buchmesse besorgt. Das Frauchen von Max macht gemeinsam mit ihrem neuen Partner Christian und dessen Kindern Lasse und Lisa Urlaub auf Sylt. Max freut sich sehr drauf, seine Hundefreunde auf dem Campingplatz wiederzutreffen. Doch es soll kein entspannter Urlaub werden. Denn der 4-jährige Lasse ist ein richtiger Wirbelwind und Lisa ein typisch muffeliger Teenager. Da ist Krach mal vorprogrammiert. Nach einem heftigen Streit verschwindet Lisa auch spurlos. Und spätestens jetzt ist Max und seiner Chaotenbande klar, sie müssen mal wieder einschreiten und zeigen, was in ihnen steckt. Denn wenig später ist auch Lasse verschwunden. Also die Hundetruppe mischt den Campingplatz mal wieder so richtig auf. Da gab es viel zu lachen. Und auch die Story an sich hat mir sehr gut gefallen. Ich finde vor allem Dackel Max so lustig, wenn er alle deutschen Sprichwörter verdreht. Es ist immer herrlich. Ich wollte dem Kerl nochmal eine zweite Chance geben, da mir der erste Band nicht so gut gefallen hat. Aber ich muss sagen, die hatte wirklich genützt, die zweite Chance. Dieser Band hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich vergebe 4 Sterne und freue mich drauf, wenn nächstes Jahr ein weiterer Band mit Dackel Max erscheint. Denn was ich mitbekommen habe, gibt es nächstes Jahr die Fortsetzung dazu. Dann ging es weiter mit Grenzfall, der Tod in ihren Augen von Anna Schneider. In Braunau, in Brauneck wollte ich sagen, wird an einer Felswand eine Frauenleiche entdeckt. Sie wurde sehr bizarr inszeniert. Wenig später tauchen im nahen Tirol weitere Leichenteile auf. Gehören sie zu den Toten? Da das Ganze ja eben ein grenzübergreifender Mordfall ist, müssen Alexa Jahn von der Kripo Weilheim und Chefinspektor Bernhard Krammer aus Österreich gemeinsam ermitteln. Die Zusammenarbeit gestaltet sich erst nicht so einfach und Alexa ist sich auch gar nicht sicher, ob sie dem Täter wirklich gewachsen sind. Ich möchte jetzt mal die liebe Anka von Ankas Geblubber grüßen, denn sie hat mich auf diese Reihe aufmerksam gemacht. Sie hat das so geschwärmt davon und mittlerweile kann ich verstehen, warum. Das Buch hat mir gut gefallen, bekommt 4 Sterne. Es war teilweise eine recht heftige Story, da musste ich schon manchmal schlucken. Aber sehr gut gemacht. Ich
Ich konnte mich auch in die Charaktere gut hineinversetzen. Ich habe hier noch zwei Bände dieser Reihe im Regal stehen. Ich freue mich, wenn es da mal weitergeht. Für mich ging es dann weiter nach London. Cici Bennison, tot im Buckingham Palace. Ihre Majestät ermittelt. Ich habe hier schon Krimis gelesen, wo der Papst ermittelt, Krimis mit der Bundeskanzlerin, aber noch nie einen mit der Queen. Und darum habe ich mich sehr auf dieses Buch gefreut. Ich habe es mir letztes Jahr in Würzburg gekauft, am Bahnhof. Und jetzt war es mal Zeit zu lesen. Die Queen ist definitiv not amused, als sie über die Leiche eines ihrer Lakaien stolpert. Robin Tucks gilt als depressiv und so will man das Ganze schnell als Suizid zu den Akten legen. Doch weder die Queen noch das Hausmädchen Jane B., die eine gute Freundin Robins war, sind von dieser Theorie überzeugt. Da die Queen auch ihren eigenen Leuten nicht so recht traut, bittet sie Jane, die Augen offen zu halten. Gemeinsam wollen sie diesen seltsamen Mord aufklären. Ich fand es sehr amüsant, gemeinsam mit Jane B. und der Queen zu ermitteln. Man konnte auch einiges über die Abläufe im Buckingham Palace nebenbei erfahren. Das fand ich auch gut gemacht, dass man da mal ein bisschen einen Einblick bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so abläuft im Palast, wie es da beschrieben war, aber 4 Sterne hat mir gefallen. Dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Monatshighlight: Katja Lund und Markus Stephan. Wattenmeerblut. Der vierte Fall für Jan und Tommy auf Pellworm. Tommy ist schockiert, als er die alte Maike Lorenzen aufgespießt auf eine Ackergabel findet. Und es soll nicht bei einem Toten bleiben. Die Spuren führen zurück bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Viel mehr möchte ich nicht erzählen zu dem Buch, denn da werde ich jetzt dann gleich im Anschluss noch eine separate Rezension drehen. Hat mir richtig gut gefallen, klasse Buch, volle 5 Sterne. Und last but not least, das Buch, an dem ich gerade noch lese. Aber ich bin jetzt schon über die Hälfte drüber und darum habe ich mich dazu entschieden, das noch in diesen Lesemonat reinzupacken. Stephanie Schreiber, Mord im Watt von St. Peter Ording. Der erste Fall für Torge Trulsen und Charlotte Wiesinger. Der Leiter der Schutzstation Wattenmeer, Michael Schwertfeger, liegt tot am Strand. Kommissarin Wiesinger aus Hamburg und Torge Trulsen, der Hausmeister des Feriendorfs Weiße Düne, nehmen gemeinsame Ermittlungen auf. Es ist erst eine große Herausforderung und große Geduldsprobe für die Großstädterin. Denn sie muss eher damit klarkommen, Moment, jetzt habe ich einen. Ja, dass Torge ihr immer eine Nasenlänge voraus ist, das wollte ich sagen. Hier gefällt mir der Schreibstil auch richtig gut. Vor allem auch Torge ist ein richtig cooler Charakter. Da gibt es ja auch eine schöne Illustration. Das ist der Kerl. Und was ich auch witzig finde, hier vorne so ein kleines Lexikon mit norddeutschen Begriffen, die in den Text eingestreut sind. Das finde ich auch cool gemacht. 4 Sterne bisher meine Tendenz. Ein kleines Stück habe ich ja noch zu lesen. Aber ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Das waren also die 6 Bücher, die ich in dem Monat gelesen habe. Aber ich muss sagen, ich hatte auch einen Abbruch drin, nämlich von Ivo Pala, Der Tote im Räucherofen. Eine Reihe mit fast 40 Bänden. Ich dachte mir, wenn mir die gefällt, habe ich sehr lange was zu lesen. Aber leider nicht meins.
wie der Name schon verrät, wird eine Tote in einem Räucherofen aufgefunden. Und zwei Ermittler, jetzt habe ich den Namen vergessen, nehmen da gemeinsam die Ermittlungen auf. Aber so die Story und auch der Humor in diesem Buch, nicht meins. Ich habe das Buch ungefähr auf der Hälfte dann abgebrochen. Das also war jetzt mein Lesemonat. Bleibt dran, denn gleich geht's mit einer Rezension weiter. Meier 3007.